Holy shit, was ist das denn? Yeah. Ist der Meteor zurück oder nicht? Entscheidet Team nachtaktiv. Ich weiß, es ist spät, ihr wollt wahrscheinlich schlafen. Diese Risse sind real. Schaut euch mal die kleinen feinen Linien hier an. Und wenn der Code eingelöst ist, solltet ihr wirklich wieder ein exklusives Spray bekommen, was man sonst nicht kaufen kann oder freischalten kann. Yeah, man! Lamaxplosion! Alright, Leute, willkommen zurück zu Fortnite. Schöne Grüße mal an Team Nachtaktiv. Na, seid ihr noch wach? Geht noch nicht schlafen, Leute? Schaut euch noch mal ein bisschen was an. Ich habe ein paar nette, interessante Themen für euch, die gerade im Internet rumkursieren. Und das ist mehr oder weniger ein Leak-Check, ne? Vielleicht habt ihr es mitbekommen, Leute. Ah ja, und es gibt noch einen kostenlosen Spray oder so weiter, den ihr bekommen könnt. Und da zeige ich euch eine kleine Anleitung für, falls ihr es noch nicht wisst. Auf jeden Fall, ihr habt es vielleicht mitbekommen, es macht gerade so ein bisschen die Runde auf Twitter und Reddit. Und das ist, der Meteor ist zurück. Ja. Ja, ich muss auch erstmal verdauen und dachte mir, wie kann der Meteor jetzt wieder zurück sein? Der Meteor ist doch schon nie runtergekracht. Und da gibt es einen Clip auf Reddit, den blende ich euch gerade ein. Da sieht man wieder, für einen ganz kurzen Moment, so für eine halbe Sekunde, sieht man, wie der Meteor quasi am Spielhimmel so ein bisschen vorbeischweift. Sieht tatsächlich aus wie ein Meteor, muss man sagen, ne? Also wenn man sich das Ganze anguckt, das fliegt einfach das Ganze vorbei. Wie immer ist das Problem, Leute, es ist nur ein einziger Clip. Von Millionen von Spielern, aber Millionen von Spielern, die Fortnite hat, hat angeblich nur dieser eine Typ diesen Meteor gesehen. Niemand sonst. Niemand anders hat ihn mit Meteor gesehen. Nur es gibt nur diesen einen Clip. Es gibt auch kein Replay von ihm. Schon sehr zweifelhaft das Ganze, ne? Deswegen machen wir hier den Leak-Check. Ich schaue euch mal diesen Clip an und schauen wir mal, ob das wirklich hier real ist oder gefaked wurde. Okay, wenn man sich das Ganze anguckt, der sieht schon aus wie ein Meteor, ne? Der gerade vorbeischweift. Sieht schon mal gar nicht mal so schlecht aus und sieht auch tatsächlich richtig gut aus und so weiter. Da schauen wir gleich uns nochmal Bild für Bild mal an und gucken mal, ob da irgendwie Bildfehler drinnen sind oder sowas. Aber ich habe aber auch ein Match aufgenommen und wir schauen uns das Ganze mal im Zeitraffer an, ob sich da im Himmel irgendwas tut. Weil hey, wenn wirklich Meteore wiederkommen oder die im Spiel drinnen sind, sollte man das auch in einer stinknormalen Runde mal sehen können, indem wir in den Himmel schauen. Und im Replay sollten wir das ja auch sehen, oder? Zumindest ist das eigentlich so das Schlüssigste. Das sollte auf jeden Fall drinnen sein. Hier haben wir das unschuldige Gameplay einer schönen Runde, ne? Ui, da gibt's zwei Portale. Oh, Baby. Das sieht ja cool aus. Holy shit, was ist das denn? Was ist das denn? Wir haben zwei Portale, Leute. Da ist der Battle Bus da oben, ne? Da fliegt er gerade, der Unschuldige. Einige Spieler springen schon raus, bevor der Battle Bus überhaupt da vorbeifliegt. Gut, das ist das der Replay-Modus, aber geil. Das sieht geil aus. Das habe ich noch nie gesehen im Replay-Modus. Sehen aus wie zwei Augen, ne? Und wie so ein Mund. Das muss ich mal auschecken. Das ist ja mal ulkig. Das ist kein Portal von einem Würfel oder so, Leute. Das ist das waschechte Inselportal. Das waschechte Inselportal, was wir auch in der... Okay, ein kleiner Themawechsel, Leute, aber wir kommen gleich zum Thema zurück vom Meteor. Der kommt wieder von Salty Springs aus, ne? Das ist das... Ah, die Insel hat sich auf der Minimap auch dahin bewegt, ne? Guckt euch das hier... Guckt euch die Minimap an. Da hat sich die Insel zu Salty Springs bewegt. Das hatten wir schon mit der Insel angemein. Aber der Strudel hat sich mitbewegt. Das ist ja mal interessant. Verschwindet der auch? Verschwindet der Strudel auch oder bleibt er? Geil. Selbst wenn er nicht verschwindet, Leute. Ne, irgendwo hier sollte ja ein zweiter Meteor auftauchen. Das Einzige, was ich jetzt habe, sind zwei Portale. Aber das ist geil. Das ist ein geiler Bug. Das gefällt mir. So, und da reihen wir uns einfach mal hinten an. Wir reihen uns mal hinten an und überschauen mal das ganze Schlachtfeld. Mal schön in den Himmel gucken. Soll doch irgendwo ein Meteor auftauchen, oder? Ui, ui, da blitzt es nach oben. Ne, immer wenn Würfelmonster auftauchen, dann hier blitzt es aus der Insel heraus hoch und dann spawnen halt ein paar neue Würfelobjekte und so weiter. Das passiert halt aus der Insel heraus. Aus dem zweiten Portal passiert erstmal nichts. Das ist einfach nur ein Bug, Leute, ein Grafikfehler. Sieht aber cool aus. Sieht mega cool aus. Könnt ihr natürlich mal irgendwie mal weitergeben an eure Freunde, falls ihr das noch nie gesehen haben. Ich hab's noch nie gesehen. So wirklich viel passiert im Himmel nicht aktuell. Irgendwann kommen auch mal die Zonen, die sind auch mal vorgerückt und so weiter, aber die Portale sind noch da. Weil hinter der Zone können wir ja nichts gucken, ob da was auftaucht. Ja, aber so wirklich Meteore sehen wir ja nicht. Aber diese zwei Portale, die sind mordsgeil. Das sieht echt aus wie so ein Gesicht und zwei Augen, ey. Ja, das sieht aus wie so ein Gesicht, wie so ein Nebelgesicht mit zwei Augen. Das finde ich gerade phänomenaler als diese Meteor. Dieser angebliche Meteor. Ja, wir haben schon ein halbes Match durch, ne? Und bisher... Oh, da blitzt es wieder. Bums. Weil irgendwo was aufgetaucht ist. Aber seht ihr irgendwo ein Meteor? Also ich nicht so. Schwer zu sehen, ne? Sehr verwölkt und sehr viele Wolken. Und der Sturm ist auch dazwischen. Deswegen fliegen wir einfach mal höher. Wir fliegen einfach mal höher, damit wir besser über die Wolkendecke schauen können.
Ja, ein Meteor. Hat so wirklich bisher keiner weiterer gesehen, außer ein einziger Kerl, ne? Ich bin immer skeptisch davon, wenn irgendeiner was behauptet. Wenn ein einzelner Kerl irgendwas behauptet, der hätte irgendwas gesehen oder irgendwas gemacht, ohne dass es irgendjemand anders hat, das ist schon immer so ein Indiz, Leute. Das kann eigentlich nicht stimmen, ne? Und da gibt es immer noch so ein paar Nachahmer, die schreiben dann in die Kommentare immer, ey, ich hab's auch gesehen, das ist safe, das ist true. Yeah, das sind so Mitläufer mal ein bisschen. Ich krieg hier einen krassen Ich bin in der Zone drin, okay. Oder? Was ist das für ein Schleier, Leute? Ey, Gevatter, dein Ernst? Was kriege ich hier im Replay-Modus eigentlich für geile Bugs? Okay, da oben kriegt man so einen Schleier, desto weiter man höher fliegt. Ist ja mal lustig. Ist ja mal lustig. Ja, aber das zweite Portal wird verschwindet gerade. Das war sogar phänomenal, das zweite Portal. Daraus kann man mehr machen als mit dem Meteor. Aber hey, muss ja nichts heißen. Vielleicht passiert das ja nur ein von 10 Runden oder sowas. Kann ja sein, dass ich einfach nur eine schiefe Runde erwischt habe. Gut, ist bei mir jetzt nicht passiert. Schauen wir uns das Ding mal Frame für Frame an. Ne? Mal gucken, die Qualität ist mordsmiserabel. Ne? Das sieht aus wie dreimal ausgekotzt. Und Frame für Frame heißt ja einfach mal Bild für Bild. Ne? Jede einzelne kleine Szene, die dieses Video hat. Und dann werden wir doch bestimmt einen Hinweis darauf sehen können, oder? So, da fängt das an. Da ist das Ding, ne? Da bewegt es sich auch. Ist einfach nur ein leuchtender Punkt. Okay. So, an sich erstmal ist das nicht schwierig, in einem Videobearbeitungsprogramm das reinzumachen. So einen einfachen leuchtenden Punkt im Himmel mit einem Tracking-Software lässt sich das nachmachen. Und Leute, die gut darin sind, die können sowas auch easy peasy nachmachen. Das ist nicht schwer. So, da sehen wir, dass das Ding größer wird. Größer wird. Und dann verschwindet es auch. So, mit diesen letzten zwei Frames so verschwindet es einfach im Hintergrund so spurlos. Machen wir nochmal ganz langsam. Schau mal, die Qualität ist einfach so miserabel, ne? Du kannst es nicht mal wirklich sagen, ob es rein editiert ist oder nicht, weil alles einfach nur komplett unscharf ist und so dreckig aussieht. Das ist im Prinzip, du könntest da irgendwie ein fliegendes Spaghetti-Monster reinpacken und es würde echt aussehen, weil einfach mal du keine Details erkennen kannst, ne? Sonst würde man irgendwie einen scharfen Rahmen sehen oder ein verpixelter Hintergrund oder sowas. Aber diese Qualität ist einfach nur so mies schlecht. Da ist es nochmal und da bewegt es sich einfach. Naja, ich weiß nicht, Leute. Was sagt ihr? Ist der Meteor zurück oder nicht? Entscheidet Team Nachtaktiv. Ich weiß, es ist zu spät. Ihr wollt wahrscheinlich schlafen. Es ist zwar Wochenende, Leute, aber schreibt mal runter in die Kommentare. Was glaubt ihr? Ist der Meteor wieder zurück? Ist dieser Clip echt? Oder ja, verkauft er uns hier ein riesengroßer Kacker, genauso wie Kacker, wie diese Videoqualität ist? Also wenn ihr mich fragt, Leute, ist das fake? Es ist fake, ne? Dieses Leuchten, da verschwindet einfach so spurlos in den letzten eine Millisekunde oder so. Für die letzten zwei Bilder ist das einfach so flups weg, als ob es nie da gewesen wäre. Und vor allem gibt es keine weiteren Sichtungen und so weiter. Deswegen schreibt mir mal runter in die Kommentare, Leute. Was sagt ihr? Ist der Meteor wieder zurück oder nicht? Eine zweite Sache, die jetzt entdeckt wurde, sind, Leute, Risse in diesem Würfel. Der Meteor ist in meinen Augen fake wie sonst was. Diese Risse sind real. Schaut euch mal die kleinen feinen Linien hier an. Die sind jetzt über Nacht bzw. auch im heutigen Tag entdeckt worden und die sind auf jeden Fall größer und mehr geworden. Also was wir hier sehen, ist wahrscheinlich wieder ein Countdown für unser nächstes Live-Event. Ist jetzt noch nicht viel angeknackt, aber die kleine Ecke ist schon ein bisschen angeknackt. Ne? Aber gut, ist ja auch verständlich. Die ganzen Leute, die ständig auf diesem Würfel rumgesprungen sind, draufgeballert haben, ganzen Rocket-Shots 999 C4 drauf geplant hat, schuldig, Leute, haben natürlich den Würfel ordentlich mitgenommen und natürlich noch die ganze Energie, die er nach oben blastet, ne, die ganze Zeit. Das scheint ihnen auf jeden Fall ein bisschen Mitleidenschaft zu ziehen. Und was ich ein bisschen sonderbar finde, ist auf jeden Fall, dass er so viele Schichten innen drinne hat. Ne? Ich meine, es wäre jetzt kein Problem gewesen für Epic einfach... einen hohlen Würfel zu produzieren, wo innen drin einfach nichts ist. Aber wozu die drei Schichten? Wozu dann noch zwei weitere Dinger, die und ein Kern und so weiter? Ich meine, der sieht jetzt nicht so aus, als ob der wirklich Verwendung hat, aber... Ich meine, aus einer Programmierersicht macht es einfach nur Sinn, wenn du einen viereckigen Kasten machst und innen drin ist er hohl, ohne nichts drin. Aber stattdessen haben wir hier nochmal zwei kleinere Dinger drin. Aber ja, wer weiß, was dahinter steckt. Aber ihr seht auch von innen die ganzen Würfel, Leute, und so weiter. Aber, Leute, ich wäre ja auch nicht der Würfeloberbeauftragte, wenn ich für euch das noch nicht ein bisschen weiter recherchiert hätte. Haltet mal fest, das ist die Aufnahme jetzt um 20 Uhr ungefähr für mich. Das Video kommt ja ein paar Stunden später, bis ich das schneide und so weiter. 20 Uhr, heutiger Tag, 26.10. Dieses Replay stand vor 24 Stunden am 25.10. auch um 20 Uhr, also wirklich genau 24 Stunden vorher. Wie ihr seht, sehen wir in diesem Replay diese Risse nicht. Das heißt, in 24 Stunden haben sich diese Risse gebildet und sind tatsächlich größer geworden. Aber auch vor 24 Stunden hatte der Würfel drei Schichten, Leute. Das war jetzt nur einfach nur so eine Anmerkung von mir nebenbei. Das hat mit den Rissen erstmal nicht viel zu tun. Ne, aber von Rissen ist ja weit und breit nichts. Doch, hier gibt es schon so erste Anzeichen.
Wenn man innen guckt, gibt es schon so erste Anzeichen, was Risse angeht. Ist aber sehr fein, sehr, sehr fein. Seht ihr diese kleine Linie hier? Das sind so die ersten Anzeichen eines Risses von innen heraus. Ja, das ist auf jeden Fall die Aufnahme 24 Stunden vorher. Und dieses Replay stammt vom heutigen Tag um 13 Uhr. Wenn wir uns hier angucken, sind die ersten Risse schon zu sehen. Es ist aber noch nicht ganz so weit fortgeschritten wie, sag ich mal, in der 20 Uhr Aufnahme. In der 20 Uhr Aufnahme haben wir noch hier ungefähr, hier zur Seite ist es deutlich mehr zu sehen. Und auch hier ein bisschen rechts ist es deutlich mehr zu sehen. Also ihr seht euch ja schon, also zwischen gestern 20 Uhr bis 13 Uhr sind die Risse aufgetaucht, nur dass es dort niemandem aufgefallen ist. Und ein paar Stunden später bis zum Abend hin haben sich diese Risse nochmal ein bisschen vergrößert. Leute, wir haben hier wieder unseren Live-Countdown für unser nächstes schönes Live-Event. Wann auch immer das passiert, wir halten das Ding natürlich im Auge hier. Ich behalte es für euch im Auge. Leute, ihr wisst Bescheid, wirf Lobo Beauftragte. Ich werde das Ding studieren, dokumentieren, jedes Mal angucken, gucken, wie weit der Stand ist und euch auf Twitter, Instagram auf jeden Fall da immer auf den neuesten Stand halten. Und sollte absehbar sein, dass hier irgendwas knackt oder sich öffnet, werden wir natürlich wie immer unsere schönen Livestreams starten und uns das Ganze mal anschauen, ob das wächst. Was ich aber auch ausprobiert habe, ist, ob sich diese Risse live vergrößern oder einfach nur sprunghaft mit jedes Mal Server starten. Fakt ist, eine Stunde in der Spielwiese haben sich diese Risse nicht vergrößert. Ich habe dieses ganze Replay im Schnelldurchlauf abgespielt und die Risse sind weder größer geworden, länger noch irgendwas. Von daher ist das wieder wahrscheinlich so eine Sache, die sich sporadisch passiert. Man müsste wahrscheinlich immer wieder eine Runde starten, um die neuesten Risse zu sehen. Das ist auf jeden Fall das, was ich jetzt erstmal, sag ich mal, recherchieren konnte und in Erfahrung bringen konnte. Aber Dr. Stan wird diesen Würfel studieren und es ist nicht mehr lange. Seine Lebenszeit geht zu Ende. Er wird explodieren, Leute. Und höchstwahrscheinlich explodieren, ne? Wenn etwas Risse bekommt, wird das Ding auseinanderfliegen. Von daher können wir wirklich eine Würfelexplosion hier erwarten. Wird wahrscheinlich seine letzte Energie dann noch ins Portal jagen. Wahrscheinlich kurz vor Season 7 oder so wird das unser hier, wird das unser Reap, beziehungsweise unser Live-Event sein. Wenn wir uns hier mal angucken, was in Season 6 für ein Live-Event war, als der Würfel in See gefallen ist, das ist tatsächlich in Woche 8 passiert. Ne, Woche 9, ne? Irgendwo Anfang Woche 9 an einem Mittwoch war das, das weiß ich noch, ist der Würfel in den See gefallen. Und das heißt, wir sind hier gerade aktuell bei Woche 5, was Season 6 angeht. Wir können hier in den nächsten 3 Wochen vielleicht darauf warten. Aber so schnell, wie sich diese Risse ausbreiten hier, Leute, könnte das in den nächsten paar Tagen hier schon irgendwas passieren. Und dann müssen wir einfach schauen, was weiter passiert. Ich freue mich auf jeden Fall darauf und ich bin immer wieder gespannt, wie sich hier in diesem Spiel irgendwas entwickelt. Egal, es Würfelportale oder sonst was, Inseln, die in den See fallen. Ich bin immer auf die Dinger gehypt und bin immer gespannt darauf. Und eigentlich bin ich auch immer zufrieden damit, weil es freut mich einfach, wenn ein bisschen Entwicklung näher ist. So, kommen wir noch zur kleinen Bonusinfo, das kostenlose Spray, was gerade in der Pariser Game Weeks geholt werden kann. Da ist gerade wieder ein kleines Fortnite-Turnier. Zeitgleich mit der TwitchCon. TwitchCon ist läuft ja auch gerade, aber die Pariser haben jetzt hier eine kleine Messe, zocken die Leute im Turnier und wenn ihr euch diesen Livestream anguckt, das, den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung, habe ich euch mal verlinkt, müsst ihr euch anschauen und ab und zu mal blenden die in diesen Livestream halt einen Code ein. Ich weiß nicht, ob dieser Livestream noch läuft, wenn dieses Video veröffentlicht wird, ich weiß nicht, wie lange dieser Livestream läuft oder das Event geht, wird aber noch ein paar Tage dauern, also ihr könnt auch in den nächsten Tagen noch die Chance dazu haben, aber wenn dieser Code hier auftaucht, müsst ihr so schnell es geht auf dieser Seite diesen Code eintippen. Das wird irgendwie in den Zahlenfolgen mit Buchstaben sein und so weiter. Die hämmert ihr rein, klickt auf Einlösen, wenn der Code gültig ist. Ne, das wäre jetzt zum Beispiel so ein gültiger Code. Kriegt ihr als Spezialspray, Das ist aber noch nicht alles. Ihr müsst noch ganz schnell auf Aktivieren drücken. Und ihr müsst wirklich schnell sein. Erst Code eintippen, okay, und dann Aktivieren drücken, bam. Wenn ihr Glück habt, wird er dann euch nicht das hier zeigen. Wenn er euch das hier zeigt, ist der Code ungültig und ihr müsst im Stream weitergucken. Das heißt, Stream aufmachen, weitergucken. Die Zuschaueranzahl ist gar nicht mal so hoch. 3000 Zuschauer habe ich jetzt zu meinem Zeitpunkt, wird vielleicht noch höher. Ab und zu mal werden auch ein paar Codes in den Chat gepostet. Auch dort könnt ihr euren Glück versuchen und die funktionieren tatsächlich auch manchmal. Könnt ihr auf jeden Fall schnell hier abgreifen. So, und wenn ihr alles richtig gemacht habt, müsstet ihr Fortnite starten können, Battle Royale. Und wenn der Code eingelöst ist, solltet ihr wirklich wieder ein exklusives Spray bekommen, was man sonst nicht kaufen kann oder freischalten kann. Yeah, man! Lama-Explosion! Vorsicht, explodierende Lamas. Könnte viele Gründe dafür geben, dass wir diesen Gegenstand geben. Ja, weil ich den Code eingehämmert habe. Und so kriegt ihr auch diesen Code, Leute, um euch dieses Spray freizuschalten. Lass uns den mal im Spind kurz auswählen. Da ist ja das Gamescom-Spray. Danke dafür noch immer noch an die Leute, die mir dann organisiert habt. Ehrenmänner. Die ganze Community ist einfach Ehrenmänner. Der ist auch cool. Es gibt schon verdammt coole Sprays, muss man sagen. Ich verwende die nur super, super selten. Super selten. So, wo ist jetzt das neue Vieh? Es braucht echt eine bessere Sortierfunktion. Da ist er!
Da ist das neue exklusive Spray, was es nur in der Pariser Woche gibt. Und so könnt ihr den auch bekommen. Versucht euer Glück, schaut euch diesen Stream an, haut den Code rein und schreibt mir runter in die Kommentare, was ihr zu diesem Meteor hält, Leute. Vergesst nicht den Abo und den Like. Und vergisst nicht, Leute, ihr müsst wieder den Creator-Code neu eintippen. Nach 14 Tagen fliegt er raus. Das heißt, für viele ist er bestimmt schon rausgeflogen. Komme. Noch, okay. Vergesst daher nicht, den Code wieder reinzuhämmern, wenn ihr mich aus dem Spiel heraus kostenlos unterstützen wollt. Es kostet euch nichts mehr, keinen einzigen weiteren V-Buck. Es kostet genau gleich, nur Epic gibt dann den 5% von dem, was die eigentlich bekommen würden, an die YouTuber ab. Und ihr könnt halt den Code noch, müsst ihr den Code wieder eintragen. Bedenkt das bitte, ist ab heute, sind die ersten Codes rausgeflogen für viele Benutzer. Wenn ihr erst Tage später eingetragen habt, werden die natürlich erst ein paar Tagen rausgehen. Aber vergesst das einfach nicht, dass ihr das nochmal reinhämmern müsst. Es würde mich auf jeden Fall mega freuen. Wir haben schon fast 20.000 Unterstützer hier aus diesem Spiel heraus und das ist mega krass. Mega krass, das hat meine Erwartung vollkommen gesprengt, Leute. Und wenn euch diese ganzen Infos zum Meteor gefallen hat, Leute, was sagt ihr dazu? Schreibt mir runter in die Kommentare. Vergesst nicht den Abo und die Glocke. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine wunderschöne Nacht, Team Nachtaktiv. Es freut mich immer wieder, für dieses Team Nachtaktiv Videos zu machen. Ich finde, die nachtaktiven Kommentare sind so mega am Ausrasten immer. Das ist mega krass. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vergesst nicht den Like zu hauen. Vielleicht schaffen manche 5 Millionen Likes oder sowas. Ist bestimmt eine ziemlich easy erreichbare Zahl oder sowas. Ne? Wer weiß. Okay, wir verlassen. Flop.